So, wir sind irgendwo anders. Diesmal sollen wir eine Uro-Karawane finden, einen Zwerg finden, eine Schierliederin eventuell retten und, ja, Ghule erledigen. In der einfach. Wir haben da was Neues. Nauringbass. Ich will einen Grauk jagen gehen. Kommst du mit? Passt auf ihn auf! So, holen wir uns erstmal das Türmchen hier. Schnellreise freischalten. Untergang. Ich muss ihn mit Licht abwenden. So, da muss man hin. Belohnung 25. Woher kennt die Königin deine Vergangenheit? Das uralte Wissen ist überall, doch nur für Geisteraugen sichtbar. Sie kann in beide Welten blicken. Vielleicht wird sie uns dann zeigen, was wir suchen. So, das ist der Karren. Viele tote Uruks. Ich sollte den Ghulen danken, bevor ich sie töte. Ghule sind Aasfresser. Sie rauben alles, doch lassen eines zurück. Ich muss den Spuren des Ghuls folgen. Wo ist denn der Ghul? Da ist unsere Spur. Ah ja. Na toll. Aufpassen, wo ich Linda auf. Merk dir, wer hier das Sagen hat! Abschaum! Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer! Ah, danke. Okay. So, da können wir noch was mitnehmen. Nochmal Kraut. Er merkt aber auch gar nichts. Der hat wieder das Gesicht direkt vor der Wand. Die
Dieser Boden ist mit Blut befleckt. Dann muss dies wohl Morgoths Narbe sein. Ja, super. Ich kenne diesen garstigen Gestank. Nachtgeschöpfe. Ja, gefunden. Im Herzen der Gefahr ist Schleichen meine beste Waffe. Toll, und ich wollte die eigentlich gerade töten. Aber okay. Nehmen wir die Pilze noch mit. Hier oben bleibe ich ungesehen. Die Flammen so sehr wie das Licht. Das könnte mir von Nutzen sein, wenn sie uns überwältigen wollen. Aha. Ich wüsste zwar jetzt nicht genau wie, aber okay. Dass der Ghoul gerade hier runterspringt. Bin ich eigentlich immer noch auf der richtigen Spur? Ich habe keine Ahnung. Ah, doch, da. Eine Schatzkammer. Dein Erbe muss sich dort befinden. Ich nehme erstmal ein paar Pilze zu mir. Schauen wir erstmal ganz kurz, was Gandoro. Ne, doch nicht. Okay. Schatzkammer. Ah, ein neuer Hammer. Wunderbar. Gefertigt vom dunklen Herrscher höchst selbst. Das Blut meiner Familie haftet noch immer daran. Wir wurden verraten. Seine Macht brennt wie Feuer und stürzt ganz Mittelerde ins Verderben. Klingt gerade nicht sehr gut. Gondor, was ist das für eine Kreatur? Ein Ghoul-Matrone. Also, falls du fragst. Ghoul-Matronen sind die gefährlichsten Exemplare der Art. Sie schlagen stets zurück, wenn du sie angreifst, also sei bereit, auszuweichen. Okay. Und. Toll, wie bediene ich die denn? Ich gehe gerade drauf, aber okay. Ah, so. Das ist auch nicht ganz.
toll. Ja, wunderbar. Also besiegt? Nein. Wiederholen. Aber ich find's cool, dass die Ghoulen ein eigenes Quicktime-Event haben. Tipp ja, toll, aber wie benutze ich das vorher? Ich kann ja nicht reinstoßen. Was ist das für eine Kreatur? Na toll. Ja, dass die verwundbar gegen Gundor, was ist das für eine Kreatur? Endlich! Boah! Der Sturm ist verflogen. Die Gefahr jedoch noch nicht. Oh, fliehe aus der Höhle. Super. Wie geht's hier da aus der Höhle raus? Ich habe nur eine Minute, natürlich. Wir müssen dieser Dunkelheit entfliehen. Ja, und wie? Wo? Ah, hier. Okay. Diese Flammen werden sie aufhalten. Toll. Ja, wie komme ich jetzt da rüber? Verdammt. Der Angriff
Wir müssen ihn rechtzeitig erreichen. Ja, jetzt hetz mich nicht. Okay, ich glaube, ich bin richtig. Oder auch nicht. Oh. Ich sagte Deckung. Das war wahrscheinlich der Zwerg. Wolltest du deine militärische Karriere im Bauch eines Ghouls beenden? Ich bin Tovin, der Bestienjäger. Und wenn ich mich nicht irre, hast du dir meinen Schatz geschnappt. Ich bin dankbar für die Unterstützung. Doch ein Anrecht auf dieses Stück gibt's hier dir nicht. Behalt es! Ich habe etwas viel Wertvolleres gefunden. Und was soll das sein? Mein neuen Jagdkumpan! Was du jagst, interessiert mich nicht, guter Zwerg. Auch nicht, wenn es dich zu dem Meißel führt, der zu diesem Hammer passt? Oh. Jede Beute hat ihren Köder, nicht wahr? Deiner ist eben nur ziemlich alt. Also, falls dich die Jagdlust erfasst, mein Lager ist nicht weit. Finde den Zwerg. Finde die Cheerleaderin. Rette die Cheerleaderin. Okay. Erzähl mir von deiner Vision, Celebrimbor. Mit dem Wissen, das er mir gab, schmiedete ich heimlich die drei Ringe. Wasser, Luft und Feuer. Das war's. Gut. Ich sag dann danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich brauche jetzt ein bisschen Schlaf, ich muss jetzt Pause machen. Außerdem ist meine Festplatte fast am Überplatzen. Deshalb sage ich ciao, ciao und wir sehen uns bald wieder.